Ich will nicht wieder die alten Wunden aufreißen, aber wenn euch interessiert, warum ich so ein bisschen vor heute ausschaut, könnt ihr euch gerne mal ein Fadenlovers Video anschauen, weil da rede ich ein bisschen spezieller drüber. Und ich will nicht im Aufgebraucht-Video nochmal anfangen zu heulen. Ich schaue schon aus wie Scheiße. Und deswegen sammeln wir sich gerade wieder. Schaut euch das Fadenlovers Video an. Ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, aufgebraucht schauen die meisten Leute, aber ich will im Aufgebraucht-Video das nicht nochmal erzählen. Deswegen habe ich das im Fun-Lovers-Video schon hinter mich gebracht. Und bitte schaut euch das Video an. Ich weiß, dass am meisten die Leute Aufgebraucht-Video schauen, aber bitte, bitte schaut euch das Fun-Lovers-Video an. Dann könnt ihr auch jetzt öfter oder beziehungsweise mehr nachvollziehen, warum jetzt keine Videos kamen. Die anderen zwei letzten Videos, die ich nämlich hatte, die waren vorgedreht. Die anderen Videos, die ich da hatte, das Bodylotion-Video und das aufgebrauchte März, die zwei Videos waren vordreht. Also wenn euch interessiert, was passiert ist, dann bitte schaut euch das Fun-Lovers-Video an. So, jetzt kann ich weitermachen. Ich habe den Müll für April, von April für euch, endlich mal. Wir fangen auch gleich mal an, weil ich habe da... Oh, da ist sogar noch ein Stream. Ist ja interessant. Ich habe da ein Losting-Wattestäbchen. Aber okay. Kann ich eh vielleicht brauchen, wenn ich dann mein Make-up aufbessern will. Ich kaufe mir die immer wieder nach, das sind die von Müller, die Eigenmarke, weil ich finde die Verpackung auch cool, weil das jetzt auf Papier umgestellt ist. Sie biegen sich halt ein bisschen, aber das ist... Es ist besser für die Umwelt. Deswegen verkraftet man das auch besser, glaube ich. Dann habe ich einmal diese Einwegwaschlappen aufgebraucht, die ihr ja sowieso kennt, die brauche ich ja immer wieder auf. Dann habe ich aufgebraucht Wattepads von meiner Mama, die schon urgrauslich aus, weil die schon, sie hatte sie schon so lange. Ich glaube, in der Kamera kommt das gar nicht so rüber, aber die sind extrem gelb. Die hatte sie schon so lange und mein Papa hat die mir gegeben zum Verwenden und ich habe sie aufgebraucht. Ja, ich fand die aber nicht gut. Das sind die von Belava, heißen die, glaube ich, sieht man das? Die waren überhaupt nicht gut, die haben so gefuselt. Ich frage mich, wie meine Mama mit denen klarkommen ist. Die fand ich nämlich überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Dann habe ich meine Maxi-Wattepads aufgebraucht, die ich ja sowieso immer aufbrauche. Die kennt ihr eh auswendig. Dann eine Tuchmaske. Ich bin jetzt wieder am Tuchmasken verbrauchen. Ich brauche zwar immer so ein bisschen, aber es klappt ganz gut zurzeit. Und ich habe die Vitamin-C-Maske aufgebraucht. Die mag ich ja urgern. Ich liebe diese The Cream Shop-Masken. Ihr wisst das, glaube ich, ich liebe, liebe, liebe die. Und ich habe aber, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Ich habe noch eine Maske aufgebaut und zwar eine Creme-Maske, die gibt es ja leider nicht mehr und ich mag die aber so gern. Das ist diese Makaron-Maske von Müller. Die gibt es leider nicht mehr. Ich habe alle gekauft, die wir hatten, aber leider gibt es die nicht mehr. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von diesen Yonok-Duschgel, ich glaube es, oder Yonok-Duschgel, so irgendwie heißt das. Das war mal diese Weihnachts-Edition, nicht Elixier. Die Weihnachtsedition war das. Das war aber gar nicht schlecht. Also ich fand das eigentlich gut, aber mein Pech gibt es das leider nicht mehr. Als nächstes habe ich meine Avocado-Reinigungstücher aufgebraucht. Und so ein bisschen traue ich denen hinterher. Ich mochte die eigentlich sehr gerne. Ich liebe ja die Verpackung, aber es gibt jetzt gerade neue, die Ananas heißen die, glaube ich. Und die liebe ich. Und die sind auch okay gewesen. Aber die Ananas mag ich vom Duft her ein bisschen lieber. Und ich glaube, die Ananas werde ich auch zum Abschminken demnächst verwenden, weil ich habe die dabei am Schminktisch stehen und dafür sind die mir ehrlich gesagt zu schade. Deswegen will ich das tauschen, dass ich die Cathea Vera zum Abschminken nehme, die Ananas, und die Kokos für den Schminktisch. Weil bei denen habe ich es umgekehrt gemacht, da hatte ich die am Schminktisch stehen und die Kokos zum Abschminken, aber ich glaube, ich werde das umgekehrt machen. Obwohl die gar nicht so gut waren, bin ich ein bisschen traurig, dass die nicht mehr gibt, sage ich euch ganz ehrlich. Und dann habe ich ein Peeling leer gemacht von Clarins. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Mir hat das jetzt ehrlich gesagt vom Peeling-Effekt ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, ich kann euch das näher zeigen, weil man sieht das überhaupt nicht jetzt. Ich habe das mal von der Schulung bekommen, aber ich würde mir das ehrlich gesagt nicht in groß kaufen. Ich bin sowieso sehr ausgerüstet mit Peelings. Ich habe mir jetzt vor kurzem wieder eins gekauft, böse, böse. Aber dazu dann im Haul-Video mehr. Aber ich mochte das ehrlich gesagt nicht so gerne. Vom Peeling-Effekt viel, viel, viel zu wenig. Aber es gibt verschiedene von denen. Es gibt doch ein anderes, das habe ich noch in klein. Aber ich habe, wie gesagt, so viele Peelings offen. Ich habe das große von Freeman offen. Dann ein kleines von... Wie heißt denn das? Ein kleines von... Cathea Vera, das Honig. Und ich muss die erstmal alle aufbrauchen. Und dann habe ich noch eins von L'Oreal offen, dieses Kiwi-Peeling. Also...
Ich muss sie erst einmal alle aufbrauchen. Aber das würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Und ich muss mir sowieso zurzeit keins nachkaufen. Ich habe genug klumpert, glaubt es mir. Dann habe ich hier eine Badebombe aufgebraucht. Leider habe ich den Namen total zerrissen und ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber ich habe vor kurzem meine letzte aufgebraucht und ich muss unbedingt wieder zu Tanja zum Lush shoppen gehen. Also Tanja, wenn du das Video siehst, ich brauche neue Badebomben. Ich habe nämlich meine letzte aufgebraucht. Dann habe ich hier eine Seife leer gemacht. Das ist die Milch und Honig gewesen von Aveo. Die fand ich okay. Aber die hat mich jetzt nicht so umgehaut. Das Problem ist, die haben die Verpackungen wieder neu gemacht und die Sorten umgeändert. Und jetzt irgendwie, also die fand ich jetzt nicht so berauschend. Ich muss mir die anderen Sorten noch anschauen, weil meine Pfirsich gibt es leider auch nicht mehr. Aber die würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen, weil die fand ich jetzt nicht so speziell. Wirklich nicht. Oh Gott, Alter, mein Auge rinnt. Dann habe ich eine Reinigung aufgebraucht. Die habe ich von der lieben Vivi geschenkt bekommen, von so einer koreanischen Marke, glaube ich, war das wieder. Wenn ich mich nicht ganz sehe, Benton Harness Cleansing Form. Das war nicht schlecht. Das war wirklich, wirklich nicht schlecht. Die Größe war auch sehr ergiebig, muss ich sagen. Ich bin extrem lange damit auskommen. Aber ich habe so viel Zeug, dass ich noch aufbrauchen will. Deswegen kaufe ich mir mal wirklich nichts mehr nach. Ich habe so viele kleine Tuben, so in der Größe auch. Und die muss ich ernsthaft mal wirklich aufbrauchen. Deswegen, ich habe, glaube ich, ein extremes Kaufverbot, was Reinigungen und so betrifft und Peelings und so. Gesichtspflege brauche ich mir jahrelang nichts kaufen. Aber es war wirklich gut. Aber wie gesagt, ich habe genug klumpert. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht, die von Balea, die Grüner Tee und Mango. Die war ja extrem gut, die habe ich aber verpasst, mir nochmal nachzukaufen. Was ich weiß, ich glaube, das ist mein letztes Backup gewesen von der leider. Aber die fand ich extrem gut und Balea bringt da laufend gute Masken raus, also mache ich mir da keine Sorgen. Dann habe ich meine Augenbrauenrasierer aufgebraucht, das heißt, die müsste ich mir immer wieder nachkaufen. Ich habe zwei jetzt noch in Verwendung, aber die mag ich auch extrem gerne. Dann habe ich eine Ampulle aufgebraucht und ein lieber Arbeitskollege und eigentlich auch Freund, kann man sagen, hat die sechs letzten Stück gekauft und wir haben sich die geteilt. Ich muss ihm noch das Geld geben, das darf ich nicht vergessen, weil die waren reduziert. Jetzt habe ich nur noch drei leider und dann gibt es die leider nicht mehr, weil die Rosenwasser fand ich echt gut. Aber jetzt gibt es neue, die Vitamine und die will ich auch irgendwann mal probieren. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht in Probegröße von Biotherm. Sieht so aus. Mag ich auch total gerne, nur erinnert mich das ein bisschen an meine Mama. Weil sie hat diese Biotherm so gern gehabt. Ja, deswegen erinnert mich das an meine Mama und ich würde mir das ehrlich gesagt nicht selber kaufen. Weil mich das so an meine Mama erinnert hat. Ich habe dann nämlich auch das Peeling aufgebraucht. Das fand ich auch extrem gut. Der Duft erinnert mich so an meine Mama. Ich habe ihr nämlich mal die Bodylotion geschenkt und sie hat sich so drüber gefreut und deswegen erinnert mich der Duft so extrem an meine Mama. Also ich habe das Peeling aufgebraucht und auch die Bodylotion aufgebraucht. Aber ich mag die anderen Biotherm-Sachen auch voll gerne. Also das kann ich mir nicht nachkaufen, weil es mich halt extrem an meine Mama erinnert. Aber ja, es ist gut. Es ist wirklich gut. Es ist sehr leicht. Es zieht echt schnell ein. Mir war das sogar ein bisschen zu wenig, wenn ich ehrlich sein darf. Aber es war wirklich gut. Nur erinnert es mich halt an meine Mama und deswegen kann ich es mir nicht nachkaufen. Und ich habe Bodylotions aufgebraucht. Was sagt sie dazu? Bin echt stolz auf mich. Dann habe ich die Augenpads wieder aufgebraucht, die ich ja extrem liebe. Die gibt es ja beim Douglas. Das sind diese Hollywood Skin. Ich liebe die und ich muss die mal wieder machen, weil ich bin in letzter Zeit extrem faul, was das betrifft. Das waren diese Aloe Vera. Und die fand ich extrem gut. So wie die Misha Tuchmaske Aloe Vera. Die war auch extrem gut. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Misha Masken. Gab es ja mal eine kurze Zeit beim Bieber. Gibt es ja leider nicht mehr. Leider. Weil die fand ich extrem gut. Aber ich habe ja eh genug Tuchmasken, also brauche ich mir da eh keine Sorgen machen. Dann, das habe ich als Seife zwecksentfremdet, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat. Das war von Aveo das Duschgel Mandelmilch. Jetzt knurrt mein Magen. Aber ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Ich fand es aber auch wirklich nicht gut. Also ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich fand es extrem kacke. Es hat überhaupt nicht gut mit meiner Haut harmoniert und es hat extrem gestunken, wenn ich das auf der Haut oben gehabt habe. Dann habe ich es als Badezusatz verwendet, das fand ich auch schrecklich. Und dann habe ich es eben als Seife zwecksentfremdet und das war halbwegs okay. Also ich bin froh, dass das Ding leer ist, wirklich. Dann habe ich eine Schaumseife leer gemacht. Ich wollte mir ja eigentlich die von Aveo kaufen, habe die aber nirgendwo mehr erwischt. Und deswegen habe ich die Schaumseife von Palmolive mir gekauft. Die würde ich sogar nachkaufen, weil die war echt gut, weil ich wechsle halt immer dann dazwischen eine andere Seife, weil ich halt meinen Seifenspender waschen will.
weil der nach einer Zeit echt ekelhaft ist, wenn man 100 Seifen drinnen hatte. Und deswegen kaufe ich mir dann immer so eine zwischendurch, die ich dann so im Badezimmer stehen habe. Und die war echt gut. Vielleicht schaue ich demnächst mal bei Balea wegen so einer Schaumseife, dass ich mal wieder wechseln kann. Mal gucken. Ich komme halt so selten zu dem, aber die war echt gut, die habe ich mir bei Müller mal gekauft. Aber die war nicht schlecht, die war halt extrem teuer, aber so fand ich sie nicht schlecht. Dann habe ich noch eine Ampulle aufgebraucht, das ist diese Hydro gewesen, glaube ich. Ja, die Hyaluron Booster, die mag ich auch extrem gerne. Ich liebe die CV, also die Cadea Vera Ampullen, das wisst ihr aber eh schon. Ich liebe die. Ich werde mir die immer wieder nachkaufen zwischendurch. Dann habe ich, Gott sei Dank, kriege ich gleich eine Bordkotze hier, ein Duschgel und eine Bodylotion aufgebracht von Bettina Barty war das. Das sieht so aus, das war dieses Limette Kokos. Das war so, so gut, aber das war leider Limited Edition. Das hat so gut gerochen. Ich habe das geliebt, das zu benutzen. Aber leider gibt es das halt nicht mehr. Und ich habe wieder eine Bodylotion aufgebraucht. Ich habe euch gesagt in dem Bodylotion-Sammlungsvideo, dass ich zwei kleine mindestens aufbrauchen will. Und ich habe es im April geschafft. April war das, ja. April geschafft. Gott sei Dank. Bin wirklich stolz auf mich gewesen, dass ich das geschafft habe. Aber die waren beide auch also das Duschgel und die Bodylotion war wirklich, wirklich gut. Es war mega ergiebig. Für das, dass da nur 50 Milliliter drin waren, bin ich extrem lange damit auskommen. Ich meine, ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung, so hat das ausgeschaut und es war wirklich gut. Aber ich kann es mir eh nicht mehr nachkaufen, Gott sei Dank, weil ich habe ja eh genug Scheiß noch, den ich mal aufbrauchen muss, weil ihr habt es ja in meinem Sammlungsvideo gesehen. Hat sich auch noch nichts geändert, zumindest nicht viel. Dann habe ich einen Badezusatz leer gemacht und da bin ich extrem traurig, dass der leer worden ist, weil das war mega, mega gut. Das habe ich mir beim Tiki Max gekauft. Das war sowas von gut. Das hat extrem gut nach Rosen geduftet. Aber nicht so nach Oma, sondern wirklich, wirklich angenehm. Ich habe das so, so, so geliebt und leider ist das leer geworden. Und ich glaube, dass ich das nie wieder kriegen werde beim Tiki Max. Das war nämlich sowas von gut und die Verpackung war auch wunderschön. Und ich habe das so, so geliebt und es ist leer. Ich bin nur traurig. Ich bin wirklich traurig. Dann habe ich die Shine On Pearl Weiß leer gemacht mit Ingwer und Minze, die ich ja so, so liebe, von der ich noch so viele Backups habe. Die gibt es aber leider nicht mehr. Sogar die Tanja mag die, weil sie sie, glaube ich, bei mir gesehen hat sogar. Und ja, ich habe mir jetzt sogar die Ananas nochmal nachgekauft, weil es die halt leider dann nicht mehr gibt und ich die unbedingt nochmal haben wollte. Habe ich mir die Ananas jetzt nochmal nachgekauft, aber die Ingwer fand ich bis jetzt am allerbesten. Aber die gibt es ja leider nicht mehr. Dann habe ich einmal so Nose Straps aufgebraucht, die von Biore, ihr wisst ja, ich kaufe keine anderen. Die habe ich sogar noch einmal aufgebraucht. Ich kaufe eigentlich nur noch die nach. Ich werde kurz mal ausräumen. Ein paar Sachen habe ich noch. Ich habe eine Probe aufgebraucht von dieser BB Cream von Yves Rocher. Die habe ich halt auch sehr oft verwendet, wenn wir sich halt nicht schminken konnten im April wegen der Maskenpflicht. Deswegen habe ich das Pröbchen sehr, sehr oft verwendet. Ich weiß auch gar nicht, ob es die aktuell noch gibt, weil ich finde die eigentlich sehr gut, aber ich habe genug Make-up. Ich brauche mir nichts kaufen. Auch kein Make-up mehr. Dann habe ich eine Lavera-Maske aufgebraucht, die ich mir mal aus Jux gekauft habe, weil es die reduziert gab um 1 Euro, glaube ich. Diese Maske Q10, ich fand die jetzt aber exakt nicht so berauschend. Ich kann mich auch exakt gar nicht mehr erinnern, wie ich die fand. Ja, kann nicht so gut gewesen sein, wenn ich es nicht einmal mehr weiß. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht. Ich weiß, da steht jetzt Winterzauber drauf, aber ich hatte keinen anderen, deswegen habe ich damals den einfach verwendet. Ja, den mag ich ja extrem gerne. Ich glaube, das war auch der letzte und deswegen habe ich ihn im April noch verwendet. Ich glaube, die gibt es auch leider nicht mehr. Schade. Aber jetzt gibt es neue und ich warte schon, bis die reduziert werden. Weil ich liebe die Terra Naturi Sachen, wenn sie. Aber ich kaufe es meistens nur, wenn es reduziert sind. Und alle Terra Naturi Sachen mag ich ja nicht. Also, ja. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht. Das ist diese Superfood-Maske von Cadea Vera. Die mag ich auch sehr gern. Da habe ich aber auch sehr wenig leider gehabt, weil die war auch gut. Die habe ich vor kurzem noch, glaube ich, wieder leer gemacht. Aber da habe ich leider keine Backups mehr. Dann habe ich von Dior eine Probe aufgebraucht. Das war, ich habe die so als Essenz verwendet. Ich weiß auch gar nicht, ob man die so verwenden soll, aber ich habe die halt nicht als Gesichtswasser, sondern als so Essenz verwendet, so wie ich die Biotherm-Essenz verwende, die ich leider auch aufgebraucht habe. Ich bin furchtbar traurig darüber, dass mir die leer gegangen ist. Ihr wisst ja, ich liebe die. Ich habe euch die ja auch in jedem Favoritenvideo, glaube ich, fast gezeigt. Ich habe die extrem, extrem geliebt und mir geht sie furchtbar, furchtbar ab. Ich habe zwar jetzt noch eine andere von Misha, die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen und dann habe ich noch die von der Hava, weil da habe ich mir den Tester nehmen dürfen. Aber ich bin
sehr am Überlegen, ob ich mir die nicht von Biotherm nachkaufe. Aber ich muss mir noch, ich muss noch überlegen, ob ich sie mir jetzt nachkaufe oder nicht. Dann habe ich noch zwei Make-up-Produkte aufgebraucht. Einmal meinen Augenbrauenstift von Givenchy, den ich extrem nachtraue. Den hat mir die Mien geschenkt. Das war ein Augenbrauenstift, wie gesagt. Gibt es aber leider nicht mehr. Ich habe nämlich überall schon nachgeschaut und den gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich ihn daneben hingesetzt. So, aber den gibt es leider nicht mehr. Und wie viele wissen, ich habe mein Augenbrauengel wieder aufgebraucht von Miss Lean. Ja, das liebe ich ja und kaufe ich ja immer wieder nach. Dann habe ich aufgebraucht von Lush ein Duschgel, das hat so lange gehalten, das habe ich den ganzen Winter verwendet und dann noch bis April durch. Das war dieses Cinders Duschgel, ich habe das extrem geliebt und ich habe das Gott sei Dank noch in ganz, 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 ganz groß von meiner lieben, lieben Tanja. Das werde ich aber dann im Winter wieder verwenden, aber ich fand das mega geil. Das ist so gut, das Duschgel. Ich liebe das. Ich finde auch jetzt nicht, dass das so nach Winter riecht oder so, aber ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich, wirklich geliebt. So, dann haben wir noch zwei Gesichtspflegesachen, beziehungsweise ein Abschminkprodukt. Das war der riesengroße Make-up-Entferner von Clinique. Ich habe ihn mir jetzt nicht nachgekauft. Mir hat jemand einen Tipp gegeben, dass man ihn im Online-Shop günstiger bekommt, aber ich bin jetzt nicht so, ich bin keine Online-Shopperin. Ihr wisst das, glaube ich, schon mittlerweile. Ich kann das nicht. Als nächstes habe ich von Clinique den Augen-Make-up-Entferner, diesen riesengroßen, wenn man das vergleicht mit dem Clarins-Produkt. Das ist schon sehr groß. Das waren jetzt die 200 ml. Ja, ich liebe den. Aber er ist mir zu teuer nachzukaufen. Mir hat auch eine Abonnentin geschrieben, dass man den günstiger im Online-Shop bekommt, aber ich bin jetzt keine Online-Bestellerin. Vielleicht schaue ich mir das nochmal an, aber ich habe jetzt einen guten Ersatz eigentlich gefunden. Und ich habe noch viele Abschminksachen, also ja, sollte ich mir den eigentlich nicht nachkaufen. Ich habe noch das Take the Day Off, dieses Balsam von dem, habe ich einen kleinen von Clinique. Und das von The Balm habe ich noch. Also die sollte ich erstmal aufbrauchen, bevor ich mir noch einen Make-up-Entferner kaufe. Ich habe mir jetzt vor kurzem den Garnier gekauft. Ja, also ja, ich würde es mir schon nachkaufen. Ich habe halt genug Abschminkprodukte und deswegen sollte ich mich ein bisschen zusammenreißen und die anderen Sachen mal aufbrauchen. Dann aufgebraucht, was ja extrem lange gehalten hat, war diese Marie Clarence Micellenmilch. Ja, Micellenreinigungsmilch. Ich liebe die. Ich liebe die. Ich habe die mir auch nachgekauft. Ich war extrem traurig, wie die leer worden ist, weil ich die so, so liebe. Und ich habe sie mir nachgekauft. Sonst mag ich nichts aus dieser Marie Clarence Serie, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich zwei Sachen gehabt und die habe ich verschenkt an die liebe, liebe Tanja. Ja, weil ich mag nur die Milch. Die mag ich. Und die habe ich mir auch nachgekauft. Aber den Rest, den mag ich nicht. Das ist nicht so für meinen Hauttyp. Die Milch finde ich super, weil die benutze ich am Abend dann, weil das nimmt noch den Rest vom Make-up runter, aber das war's auch leider. Dann habe ich noch zwei Parfüms aufgebraucht. Einmal den Escada Miami Blossom, was mich auch total an meine Mama erinnert. Sie hat Escada-Düfte geliebt. Sehr geliebt sogar. Und den habe ich im Spind in der Arbeit gehabt. Der ging extrem schnell leer. Jetzt habe ich ein Bodyspray von Victoria's Secret und der geht überhaupt nicht leer. Aber der ging extrem schnell leer. Aber ich fand ihn gut. Nur das Problem ist leider, dass es ihn nicht mehr gibt. So sieht er aus. Das war der Limited Edition vom letzten Jahr. Als letztes habe ich den Gucci Guilty aufgebraucht. Den haben wir mal auf einer Schulung bekommen in so klein. Ich habe den so geliebt. Der war so gut. Ich finde, der hat mir auch passt. Klingt das jetzt eingebildet, wenn man das sagt? Es gibt nicht viele, die so stark sind. Boah, da war ein fettes Vieh. Oh, das war eine Hummel. Aber die war so groß. Oh, ja. Die war riesengroß, die Hummel. Mit einem weißen Hintern. ja, zurück zum Parfum. Ich habe den aber so, so, so geliebt. Der war extrem gut. Ich zeige euch nochmal die Flasche. So hat der ausgeschaut. Der hat auch jetzt nicht so extrem lang gehalten, aber ich fand den extrem, extrem gut. Und ich würde, wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir den auch nachkaufen. Ich habe so viel Zeug. Und deswegen kaufe ich mir den erst einmal nicht nach. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Also, ich traue sehr vielen Sachen hinterher. Meiner Biothermessenz, den Gucci-Duft, diesen riesen Badezusatz. Ja. Also ich traue da extrem viel hinterher, weil da sind echt gute Sachen leer geworden, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne, was ihr im April aufgebraucht habt, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!